Eine Waffenkammer. Wir sollten nicht hier sein, wenn sie damit rumballern. Gut. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Kommt noch. Es geht los. Halten Sie den Kopf unten und rücken Sie vor. Und wo geht's lang? Der Ausgang ist auf der anderen Seite des Raumes. Hinter jeder Menge Cat. Landungsschiff nähert sich. Es wird immer schwieriger. Ein Landungsschiff? Die haben ja wirklich alles. Sie kriegen Verstärkung. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Weiterhin auf dem richtigen Weg zu den Quartieren des Aufbruchs. Ich hoffe, diese Reliquie ist wirklich so bedeutend, wie die Moschei gesagt hat. Ryder, hier spricht Pathfinder Raker. Ich nehme an, für die Alarme sind Sie verantwortlich? Ja, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Und bei Ihnen? Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out. Hier ist ein Arbeiter. Er hat gerade eine salarianische Stasi-Kapsel angestarrt. Was ist mit den übrigen Salarianern passiert? Das hier sind nur ein paar Kapseln. Sehen Sie sich das an? Sind das Bordgeschütze? Bestätige. Es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Kriegsschiffes. Und sie sind alle auf die salarianische Arche gerichtet. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Der Weg führt auf der anderen Seite des Raumes weiter. Scheiße, die Tür wurde gerade verriegelt. Das kann unmöglich zufällig passiert sein. Augen auf. Ich sehe sie. Das ist ein Hinterhalt. Diese raffinierten Bastarde. Okay, bereit machen. Wir sind eingesperrt. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Sieht hässlich aus. Wir haben ein Problem. Das halten wir nicht mehr lange durch. Ryder, wir sind da. Wir geben ihnen Deckung. Die Solarianer, da oben. Wir haben noch eine Chance. Raker, wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können. Ryder, wir müssen uns zurückziehen. Wir haben Verwundete. Gehen Sie. Wir schaffen es jetzt allein. Sie haben uns gerettet. Ja. Der Raum ist riesig. Sie dürfen uns nicht zuvorkommen. Das war knapp, wenn Rakers Team nicht gekommen wäre. Sie haben uns gerettet. Wir schulden ihnen was. Was? Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden.
Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. Hier drüben! Raker, was ist los? Seldens Wunden waren tödlich. Das tut mir leid. Er war tapfer. Ich kann auf dieses Terminal nicht zugreifen. Es funktioniert nicht. Ryder, kann Sam diese Tür für uns öffnen? Moment, ich muss die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken. Raker, wir haben ein Riesenproblem. Haben Sie die Geschütze dort hinten gesehen? Ich weiß schon. Sie werden die Arche zerstören, bevor wir die Triebwerke hochfahren können. Außer... Falls Sie eine Idee haben, ich bin ganz Ohr. Venro hier hat früher ÜLG-Antriebe auf Privatkreuzern repariert. Venro, ein EMP-Gerät? Könnte funktionieren. Wenn wir eins in der Nähe dieser Geschütze zur Detonation bringen, haben sie keine Energie mehr. Und die Arche wäre außer Gefahr. Was ist mit ihren vermissten Leuten? Ich suche weiter. Captain Hager und Venro beschäftigen sich mit dem EMP. Seien Sie alle vorsichtig. Viel Glück. Die Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam. Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Wieso flüstern wir eigentlich noch? Weil wir uns auf ein feindliches Schiff schleichen. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Na und? Das macht man eben in solchen Situationen. Verdammt, sie machen es schon wieder! Sam? Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Nein. Die CAT verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, Ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der CAT anzugleichen. Okay. Das System fragt nach Ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Gosalf Isa, Torak, Shura. Ernsthaft? Lokra. Zugang verweigert. Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Dunma. Zugang gewährt. Was es nicht alles gibt. Okay, wir sind definitiv vom Weg abgekommen. Das ist eine Art Labor. Ich darf gar nicht daran denken, was die hier so machen. Sie werden von uns gehört haben. Wahrscheinlich Wissenschaftler. Was machen die hier? Nichts Gutes, so wie es hier aussieht. Merkwürdig. Nur nützlich, wenn man was zu verbergen hat. Scheiße. Wir haben Gesellschaft. Es wäre leichter, wenn die CAT die Reliquie einfach übergeben würden. Dann könnten wir alle Munition sparen. Ich glaube, wir haben die fehlenden Stasi-Kapseln gefunden. Die Salarianer könnten... Oh mein Gott. Was ist das? Sie sind tot. Diesem Salarianer wurden einige Organe entnommen. Er scheint nach der Operation gestorben zu sein. Sie waren dabei am Leben? Wir sind für sie nicht mehr als Tiere, oder? DNA, die man erntet.
Ich habe genug gesehen. Wir müssen die Reliquie finden und diese Monster ein für alle Mal aufhalten. Irgendjemand wird dafür bezahlen. Warum fangen Sie nicht mit denen da an? Ihr Bastarde! Wir sind keine Ver... Das hat richtig gut getan. Wie sieht's aus, Sir? Um zu den Quartieren des Archons zu kommen, müssen Sie einen anderen Weg durch die Unverschlossenen. Ryder, Vorsicht! Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in diesem verlassenen Cluster, umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So ein unwahrscheinlicher Gegner. Es war beinahe erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Was haben Sie mit mir vor? Was immer ich will. Hey, lass das, du Arschloch! Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Raker steckt in Schwierigkeiten. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erst mal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Oh, mir ist heute nicht nach Sterben, Sam. Ich würde selbstverständlich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar. Tun wir's. Nicht schon wieder. Also... nur für den Fall. Es war toll. Ich halte ihr Herz an. Jetzt. Sam? Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Ich bin jetzt schon zweimal von den Toten zurückgekehrt. Aber es wird nicht leichter. Ich denke, es ist besser als die Alternative. Sie sind soweit okay? Genau wie Sie, als Sie sich totgestellt hatten. Dann mal raus aus diesem Käfig. Es gibt einen Wartungsgang, der aus diesem Raum führt. Okay, dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Hier könnte es nützliche Infos geben. Wir sollten diesen Bereich durchsuchen, solange wir noch können. Gorejo Maruto!
Interessant. Geh da weg! Aber eine Lüge und alles. Sag mir, was du über Meridian weißt. Seid ihr deshalb hier? Meridian? Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind gerade. Alter, hören Sie mich! Sie haben jetzt zwei Pathfinder gegen sich! Und Ihre Sicherheitsmaßnahmen beeindrucken uns nicht! Raker, bitte komm. Was ist los? Eine kleine Ablenkung. Captain Hager und Venro brauchen Zeit für den EMP. Ich melde mich. Diese Salarianerin hat's echt drauf. Woher kommt ihr? Aus einer anderen Galaxie. Wir nennen sie die Milchstraße. Warum bist du hergekommen? Wir sind Siedler. Auf der Suche nach einer Heimat. Sag die Wahrheit. Wo ist eure Invasionsstreitmacht? Wir sind keine Invasoren. Bitte, wer sind Sie überhaupt? Wir wollen Ihnen nichts tun. Wir... warten Sie! Nein! Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich nicht weiß! Du lügst. Wo ist euer sogenannter Pathfinder? Ich weiß es nicht! Gesagt, dieses Exemplar beansprucht einen Titel für sich. In meinem Volk bin ich als Moschei bekannt. Hier bist du nichts. Ich bin ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Nur deshalb bist du noch am Leben. Du wirst mir sagen, was du weißt. Oder du wirst leiden. Oh, ich habe doch gesagt... Ich habe sie noch nie gesehen, diese Reliquie. Der Schmerz wird deine Erinnerung stimulieren. Oh, oh. Zum letzten Mal. Wie funktioniert Meridian? Ich weiß es nicht. Dann wird das Exemplar erfahren, was wahre Qualen sind. Interessant. Aber eine Lüge und alles kann vorbei sein. Sie zerstören nichts, das ihnen noch dienen kann. Gut gesagt. Alles dient mir. Vorher vielleicht, aber jetzt hören Sie zu, wenn ich rede. Das Nützlichste an diesen Salarianern sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Ihre Gedankenprozesse laufen viel schneller ab als die der anderen. Sie sind klug und verfügen über eine Gerissenheit, die man nutzen könnte. Es ist allerdings noch viel Arbeit, die entsprechenden genetischen Marker zu isolieren. Zum Glück haben wir keinen Mangel an Exemplaren. Diese Turianer verfügen über ein nützliches Exoskelett, das unter lebensfeindlichen Bedingungen von Vorteil sein könnte. Noch interessanter ist ihre intrinsische Disziplin. Sie halten sich an militärische Ordnung. Ein sinnvolles Merkmal, um für Gehorsam zu sorgen. Für weitere Studien sind zusätzliche Exemplare erforderlich. Diejenigen, die sie Asari nennen, pflanzen sich mit einer Mischung aus Biologie, Gedanken und Erinnerungen fort. Sie nehmen sich von einer Spezies, was sie brauchen, wie es auch sein sollte. Man darf die Fortpflanzung nicht dem Zufall überlassen. Die überlegene Rasse herrscht. Und doch tun diese Asari so, als wäre es anders. Sie nennen es Verschmelzung. Ein Umarmen der Ewigkeit. Die Biologie hat keine Verwendung für Poesie. Letztlich sind wohl ihre biotischen Fähigkeiten das Nützlichste an ihnen. Unter den neuen Exemplaren sind die Menschen die verwirrendsten. Sie verfügen über eine größere emotionale Bandbreite als die anderen. Ihre
Berechenbarkeit macht sie gefährlich. Aber wenn es gelänge, die Wurzeln ihrer Leidenschaften zu isolieren, wir müssen einen herausragenden Vertreter ihrer Art identifizieren und für weitere Studien einfangen. Die Kroganer sind ein primitives Volk. Das könnte nützlich sein. Redundante Organe und ein ungebremstes Temperament. Zum Töten geboren. Sogar die anderen Exemplare haben Angst vor ihnen. Um die Population der Kroganer zu begrenzen, wurde ihnen absichtlich ein genetischer Fehler eingesetzt. Aber ich weiß nicht. Ohne diesen Defekt wären sie möglicherweise nicht aufzuhalten. Okay, vielleicht hat sich ja dadurch die Luke geöffnet. Alles klar, hier lang. Das wird ja lustig. Hören Sie das? Ja. Ein Teil von mir hatte gehofft, etwas derart Böses gäbe es nur in der Milchstraße. Ich schätze, das war... Was war das? Ich glaube, wir sind nicht allein. Viecher wirklich zu hassen. Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu Ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist Ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. Ist das ein Kroganer? War er. Vermutlich einer von Drags Speeren. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Da wären wir. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheil. Es ist ein Relikt. Wieso interessiert er sich so sehr für die Relikte? Das grenzt ja schon an Besessenheit. Das ist die alles entscheidende Frage. Und wir müssen die Antwort vor ihm finden. Der Archon hat dieses Artefakt intensiven Tests unterzogen und es dabei beschädigt. Es hat keinerlei Nutzen mehr. Der Archon wird mächtig angefressen sein, wenn wir das schaffen. Wir müssen ihn aufhalten. Nach allem, was wir auf diesem Schiff gesehen haben, droht dem gesamten Cluster der Genozid.
Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Da ist die Salarianische Arche. Das wird eine verdammt enge Nummer. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Das also. Das ist Meridian. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. So wie sie nicht zugelassen haben, dass ich aus ihrer Falle entkomme. Das war's nicht, du. Es war die künstliche Intelligenz in deinem Kopf. Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug ertragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern. Erledigt. Das ist nicht gut. Bevor die Geschütze wieder aktiv sind. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Vielleicht sind das ja Drags verschwundene Speer. Sam. Kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Cat die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn sie sich beeilen, ja. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Cat die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen Sie in der Falle. Aber Drax Speer, wir haben gerade gesehen, was der Archon mit Ihnen machen wird. Sie werden in Monster verwandelt. Okay, nachladen.
Wir müssen diese Kroganer vor dem Aufstieg bewahren. Wer sind Sie? Pathfinder Ryder, wir sind hier, um die Gefangenen zu retten. Und wer sind Sie? Birtak, einer von Nakmodrek's Speeren. Ich konnte entkommen, als die Energie ausgefallen ist. Aber allein schaffe ich das hier nicht. Meine Leute werden am Ende des Korridors festgehalten. Mit reichlich Kett zwischen uns und ihnen. Dann kämpfen wir uns eben durch. Wir holen ihre Leute und verschwinden von hier. Los geht's. Kett voraus. Ja, und sie sind so gut wie tot. Wir müssen durchbrechen. Da haben wir einiges vor uns. Oder sie zögern weiter und sterben. Ryder hier, können Sie mich hören? Ja, Pathfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erster. Callow, Ende. So, wir haben sie alle umgelegt. Holen wir sie da raus. Das Terminal neben der Tür. Raus. Sehen Sie sich das an. Sie wurden wie Tiere behandelt. Tür.